Moment mal, bist du noch bei dem alten Adopt Me drin oder schon bei dem neuen, bei dem 2.0 Adopt Me? Es gibt. Hä? Nee, also ich bin bei dem normalen Adopt Me, also. Das aller Wichtigste! Guck dir mal, was ich hier für ein Pet hab. Das ist einfach ein Wasser-Unicorn. Warte mal, es gibt. Neues Adopt Me? Ja! Guck doch mal! Was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei Zock mit mir. Und Leute, ich bin heute wieder in einem Spiel, was wir uns schon einmal in einem alten Video angeguckt haben. Denn hier gibt es ja eine Adopt-Me-Welt, die so ein bisschen so aussieht wie ein neues Update, wie ein Herbst-Update oder ein Halloween-Update. Hier sind ganz viele Halloween-Kürbisse. Und wir haben uns das ja alles schon mal angeguckt. Ich finde, das ist immer noch mega, mega krass, wie sehr das nach Adopt-Me aussieht. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, hat das jetzt jemand einfach nur nachgebaut oder ist das vielleicht wirklich so ein kleiner Hinweis darauf, was als neues Update kommen könnte, weil dafür wirkt das einfach mega, mega krass, echt, also wie Adopt Me halt. Aber unabhängig davon, was genau tatsächlich mit dieser Welt passiert, habe ich auf jeden Fall Lust, das Donny zu zeigen. Und ich könnte natürlich zu Donny einfach sagen, ja okay, komm, wir gucken uns das Video mal zusammen an. Aber ich dachte mir, es ist viel lustiger, wenn ich dem das jetzt einfach so verpacke, als wäre Adopt Me schon zu, also als gäbe es das alte Adopt Me nicht mehr. Und das ist jetzt schon das zweite Adopt Me, also Adopt Me 2.0 sozusagen. Weil das weiß man ja noch nicht genau, ob das wirklich der Fall ist. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich glaube nicht. Also ich glaube, Adopt Me 2.0 wird es nicht sein. Aber ich erzähl's ihm einfach mal. Das heißt, heute wird mal wieder ein bisschen auf den Arm genommen und ein bisschen geprankt. Und ich bin mal gespannt, ob der das glaubt oder ob der schnell erkennt, dass das eigentlich nicht der Fall ist. Also, wenn er die Pets sieht, ich glaube, da wird er erstmal nur die Augen für die Pets haben. Weil ganz ehrlich, also, wer hier ein Wasser-Unicorn sieht, vor allem, das sieht auch so echt aus. Also, wer ein Wasser-Unicorn sieht, ich glaube, der denkt jetzt erstmal nicht daran, dass er geprankt wird, sondern der denkt nur so, oh, ja, ist das toll hier. Also, ich bin gespannt. Wir werden gleich im Discord erstmal miteinander quatschen oder werde ich dem das mal erzählen. Und ich bin echt gespannt, wie es ausgehen wird. Also, bis gleich. Okay, Donny, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Okay, super. Dann können wir eigentlich loslegen. Bist du schon auf dem Server? Ja, genau. Ich bin bei mir zu Hause. Nee, du bist gerade bei mir nicht auf dem Server. Doch, eigentlich schon. Also. Warte, Moment mal. Bist du noch bei dem alten Adopt Me drin oder schon bei dem neuen, bei dem 2.0 Adopt Me? Es gibt. Hä? Nee, also ich bin bei dem normalen Adopt Me, also 2.0. Sag mir nicht, dass du das nicht mitbekommen hast. Hä? Ist das an dir komplett vorübergegangen? Was? Hab ich jetzt was verpasst? Bin ich immer noch... Willst du mich jetzt pranken oder ist das... Nee, eigentlich nicht. Hey, ich bin bei mir ganz... Hey, ich muss noch kurz raus vor die Tür, aber hier sind doch auch alle. Hä? Ja, nee, gut, also, dann gibt es noch ein paar Leute, die das vielleicht auch noch nicht mitbekommen haben. Ich meine, das ist auch noch nicht so lange so. Also für den Fall, dass du das jetzt wirklich ernst meinst. Also es gibt ein zweites Adopt Me, also Adopt Me 2.0. Wie bei anderen Spielen ja auch irgendwann der zweite Teil kommt. Und das alte Adopt Me, das gibt es jetzt noch 7 Tage lang. Dann wird das offline genommen. Echt? Und dann gibt es nur noch das neue Adopt Me. Also das solltest du, das ist mega, mega krass. Also du musst dir das unbedingt angucken. Also du kannst mir einfach hinterher joinen. Man kann ja dann einfach dem Spiel der Person beitreten, mit der man befreundet ist. Join da einfach mal hinterher und dann wirst du schon sehen, was da auf dich wartet bei Adopt Me 2. Okay, also Ah, da bist du ja schon. Da bist du ja schon. Guck dir das mal an. Wie krass ist das hier bitte? Und guck mal, das aller Wichtigste. Guck dir mal an, was ich hier für ein Pet hab. Das ist einfach ein Wasser-Unicorn. Warte mal, es gibt neues Adopt Me? Ja, guck doch mal. Das sieht auch 1:1 genauso aus. Rechts ist das Symbol, also das Menü genau dasselbe. Die Pets sind exakt dieselben. Man kann sich nur nicht mehr einkleiden. Das ist, ich weiß nicht, warum die das rausgenommen haben. Das ist ein bisschen blöd. Aber es gibt, was es hier für Pets gibt. Also das ist jetzt extrem merkwürdig, also habe ich ja gar nicht mitbekommen. Es gibt auch einen Snowdog, es gab ja sonst immer nur eine Snowcat, jetzt gibt es einen Snowdog. Es gibt einen Nightdog, es gibt Night. Was? Das ist die krasseste Neuerung an Adopt Me 2. Nightdog? Man kann Huskies haben, Night Unicorn. Was? Das ist so krass, was man hier alles machen kann, aber ich finde diese Wasserpets am besten. Also. Ich habe gedacht, du, ich dachte jetzt so, hä, wovon redest du, Adopt Me 2.0? Jetzt bin ich hier und denke mir so. Was habe ich denn alles verpasst? Ja, eine ganze Menge. Also, das ist ja auch noch nicht so lange. Das ist jetzt erst seit ein paar Tagen so. Ah, okay. Ah, und habe ich alle meine Pets auch hier? Oder? Nee, das ist leider das Blöde. Man kann keine Pets übertragen. Also, hier startet man sozusagen bei null. Okay. Aber dafür gibt es ganz viele krasse neue Pets. Also, dein Wolf, den hast du leider nicht mehr. Aber nein, was? Ich habe keinen Wolf mehr. Oh. Ich war halt auch echt ein bisschen traurig, weil ich habe auch viele Pets gehabt, die ich eigentlich gerne übertragen hätte. Ja, stimmt. Du hast ja noch mehr gehabt. Oh.
Aber ganz ehrlich, also wenn man dafür ein Wasser-Unicorn hat, also das ist doch tausendmal cooler. Also, boah, das ist richtig krass. Also ich muss ehrlich sagen, wo bekomme ich die Pets her? Und das kann doch nicht sein, dass jetzt alles so komplett auf Neustart ist, oder? Also, ja doch, weil ich meine, es wäre ja irgendwie auch langweilig, ein neues Spiel. Und da hat jeder schon alles, das wäre ja auch irgendwie blöd. Also die Pets, die bekommt man in verschiedenen Stellen, aber vor allem natürlich im Pet-Shop. Der ist da vorne, da können wir mal hingehen. Ja, oh. Boah, okay, ich bin gerade ein bisschen geschockt, weil das ist so vollkommen an mir vorbeigegangen. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Ich habe also einfach ganz normal mein Wyvern weitergezüchtet. Da habe ich mir so, okay, und jetzt ist mein Wyvern anscheinend weg. Von dem Wyvern, da musst du dich leider verabschieden. Ja. Der muss leider im alten Adopi bleiben. Okay, also, es gibt hier, für den Anfang zumindest, da kommen wahrscheinlich auch noch Updates. Das ist ja richtig krass hier. Verschiedene Eggs, das sieht hier auch wirklich, also von der Grafik her genauso aus wie in Adopt Me 1. Ja, 1:1 wie in Adopt Me. Genau, also hier gibt es eine Maschine mit Angel Eggs. Das ist dann beispielsweise, da habe ich jetzt gerade gar kein Pet von, beispielsweise eine Katze mit so einem Heiligenschein. Dann gibt es hier Water Eggs. Also das sind dann einfach Pets, die aus Wasser bestehen, so wie so wie dein Unicorn dann. Ja. Und dann gibt es noch ein weiteres Pet, was hier in der Höhle ist. Nämlich das Nachtegg. Also das sind dann Pets wie zum Beispiel das Night Unicorn. Boah, ey, und du hast ja schon so viele wie... Ich habe jetzt nur 1500 Bucks, wie komme ich an die... Also du kannst dir davon zwei Eggs immerhin kaufen. Ja, boah, jetzt weiß ich gar nicht. Ist eine schwierige Entscheidung, ich weiß. Ich glaube, ich habe einmal das Wasser-Egg genommen und einmal ein Night-Egg, soweit ich weiß. Ja, dann nehme ich einmal das Angel-Egg. Also, boah, das ist jetzt voll schockierend, weil ich denke mir so, okay, ich meine, ich will auch trotzdem meine anderen... Pets auch wieder beibehalten. Ja, ich weiß. Ich meine, wie gesagt, es gibt 7 Tage noch Zeit, bis Adopt Me 1 offline gestellt wird. Angel Catticorn. Ja, die habe ich zum Beispiel noch nicht. Die sieht auch so cool aus. Ich meine, die hat Flügel, hat einen Heiligenschein als Katze. Ja, und ein Horn. Krass. Oder ein Horn. Stimmt, ein Horn auch noch. Ist eigentlich eine Einhornkatze. Ja, okay. Also was ist das bitte für eine strange Mischung? Aber irgendwie... Boah, ey, cool. Ich bin voll geschockt, ey. Was ist denn jetzt hier los? Ja, ich weiß, das ist ein bisschen viel auf einmal. Also ich muss auch sagen, ich war am Anfang auch echt ein bisschen verwirrt, aber wenn man sich dann erstmal an den Gedanken gewöhnt, dass alles auf einmal neu ist, und das ist ja erst der Anfang, da kommen ja noch ganz viele Updates und so weiter. Ja, das ist ja echt krass. Okay, gut. Und vor allem, es gibt ja auch noch weitere Updates, die dann kommen und dann noch mehr Sachen. Genau, also neue Pets. Ich bin auch mal gespannt, ob noch neue Fahrzeuge kommen, weil bisher gibt es ja auch noch keine Autos. Und Klamotten, vielleicht kommt das alles erst noch. Oh mein Gott. Night Dragon. Oh, du hast einen Night Dragon. Okay, ich brauche meinen Wyvern nicht. Was? Also, ganz ehrlich, also wenn man einen Night Dragon hat, dann braucht man auch keinen Wyvern mehr. Dann braucht man gar nichts anderes mehr. Ja. Ich weiß allerdings zum Beispiel auch noch nicht, ob man den zum Neon machen kann. Und vor allem, wenn man den zum Neon machen kann, wo hier die Neonhöhle ist, das müssen wir noch herausfinden. Genau, man kann die ganze Zeit reiten und aufnehmen. Okay, das ist also auch ganz cool. Je nachdem natürlich, was das ist, also... Flugpads kann man fliegen und das Unicorn zum Beispiel kann man reiten. Ja, okay, klar. Wir können uns ja noch ein bisschen hier die Welt angucken, dann siehst du mal, was ab sofort in Adopt Me so am Start ist. Ja, okay. Weil ich muss jetzt erstmal die Gegend hier kennen. Man kann sogar springen. Mhm. Das ist auch eine neue Einführung im zweiten Teil. Ja. Und das soll jetzt auch komplett einfach nur Adopt Me 2.0 sein, oder? Ja, genau. Also das ist einfach das zweite Adopt Me. Okay, das wundert mich jetzt voll. Wieso habe ich das nicht mitbekommen? Ja, Und vor allem, wieso hast du es mir dann auch nicht noch früher gesagt? Ich meine, das ist doch jetzt... So, ja, das ist... Ich meine, du hast ja schon voll viele Pets. Ja, das ist noch nicht so lange her. Also ich dachte einfach jetzt nicht, dass ich das direkt sagen muss. Also, und warum die das jetzt nicht gesagt haben oder warum man das nicht mitbekommen hat, ich weiß es nicht. Also, das ist jetzt noch sehr unbekannt. Ich weiß nicht, warum die da nicht viel mehr Werbung für gemacht haben. Also, keine Ahnung. Okay, ja, krass. Also vor allem, weil, ich meine, hättest du mir das jetzt nicht gesagt, dann wäre ich jetzt einfach in 7 Tagen, wenn meine das normale Adopt Me oder das alte Adopt Me, sagen wir es mal so, das alte Adopt Me jetzt dann einfach weg gewesen wäre und dann wüsste ich gar nichts mehr und denke ich mir so, okay. Ja, eben. Das ist ja ganz, ganz komisch, dass man bekommt sogar die 20 Münzen, die Bugs. Ja, genau, man bekommt regelmäßig neue Bugs, genau wie im alten Adopt Me. Das ist natürlich gut, das ist ganz schon mal gut, dass die Änderung auf jeden Fall beibehalten wurde. Genau, gut, dass es beibehalten wurde, weil ich denke mir gerade, okay, gut, ich meine, wie kommt man weiter an Pets?
Das ist jetzt, ja, genau. Also man kann einfach ein riesen Fragezeichen bei mir. Also man kann entweder Geld aufladen, wenn man da oben rechts draufklickt, oder man wartet einfach, bis man mehr Geld bekommen hat. Allerdings gibt es bisher noch keine Aufgaben, die man erfüllen kann, weil dadurch kriegt man ja normalerweise in Adopt Me auch immer mehr Geld. Man muss immer warten, bis man die neuen 20 Bucks. Das wäre auch viel einfacher, wenn die es einfach übertragen würden, einfach alles. Ja, eigentlich schon, aber das gibt es leider nicht. Das okay, und wo sind wir denn jetzt hier gerade? Das ist ja, ich meine, man sieht zwar alles, aber trotzdem weiß man nicht, wo man gerade ist. Ja, also wir sind hier gerade auf einer Wiese und hier ist so eine Art Zirkus oder zumindest ein Riesenrad, was auch ganz cool ist. Mhm. Ansonsten gibt es jetzt noch nicht so viel von der alten Welt. Also es gibt hier noch keine Schule, keine Häuser, wo man drin wohnen kann, außer das Hotel da drüben. Und es gibt keine Pizzeria und Autohändler auch noch nicht. Also bisher gibt es hier noch nicht ganz so viel. Okay, dann wo sollen wir dann als nächstes hin? Ich meine, was muss ich jetzt überhaupt hierüber wissen und was kann man hier schon machen? Das ist jetzt echt. Ich denke mir jetzt, okay, jetzt hier ein. Das ist ein Strand. Ja, genau, hier ist ein Strand. Hier kann man. Ich weiß gar nicht, ob man hier schwimmen kann. Das ist ja cool. Wir mal testen. Ich befürchte eher nicht, aber. Doch. Ah, wobei, doch, man kann hier sogar schwimmen. Krass! Oh, krass. Ja, okay, das kannst du ja im alten Adopt Me auch machen, in dem Fluss. Ja, das stimmt, aber da gab es nicht so einen riesen. Stimmt, See, das finde ich cool, dass sie das mehr. Dass sie es jetzt gemacht haben. Bitte? Das finde ich jetzt aber cool, dass sie es hier gemacht haben. Ja, und man kann sogar tauchen. Ja gut, das ging im alten auch, aber. Ich hoffe, die bauen hier eine komplette neue Unterwasserwelt auf. Das wäre auch mega krass. Das wäre richtig krass. Und hier die Insel. Die Insel in der Mitte. Boah, das haben die richtig cool gemacht. Finde ich auch. Finde ich auf jeden Fall auch. Aber weißt du, ich ganz ehrlich, ich denke mir gerade so, oh, meine Pets und die ganze. So viel Sachen, die ich da reingesteckt habe in die Pets und ja, und die sind jetzt alle weg und ich denke mir, ja, toll. Das ist jetzt. Weißt du was? Okay. Ich muss das auflösen. Ich kann das jetzt nicht mit ansehen, dass du wirklich denkst, dass du deine Pets verlierst. Okay, ich habe mir einen kleinen Scherz erlaubt, denn das ist nicht Adopt Me 2.0 und Adopt Me 1. Hä? Also das alte Adopt Me wird auch nicht gelöscht. Was? Oh, René. Also das ist eine neue Welt von Adopt Me, allerdings auch noch nicht offiziell. Das ist bisher nur ein Gerücht, dass das auch eine Adopt Me-Welt ist. Die gibt es auf jeden Fall. Ich meine, logisch, wir sind ja gerade unterwegs. Ja. Aber das ist jetzt nicht Adopt Me 2.0 und wie gesagt, Adopt Me 1 wird auch nicht gelöscht. Keine Sorge, du wirst deine Haustiere nicht verlieren. Zum Glück. Ich habe mir gerade gedacht, ich hatte so viele Fragen im Kopf, dachte ich mir so, okay, was mache ich jetzt als erstes? Ja, hätte ich an deiner Stelle auch gedacht. Aber nein, das wird natürlich nicht passieren. Also erstens würden die natürlich viel mehr Werbung machen dafür dann im alten Adopt Me, dass alle dann das neue spielen. Und zweitens würden die, glaube ich, auch so schnell nicht die Pets löschen. Das wäre schon ein bisschen blöd. Ja, genau, da habe ich mir schon gedacht, ich so, ey, das gibt's ja nicht. Wie kann sein, dass ich sowas Krasses verpasst habe? Und dann sagst du mir einfach so ganz easy, ja, komm, lass mal hier ins neue Adopt Me rein. Denke so, hä, welches neue Adopt Me? Was habe ich verpasst? Und wieso und wie? Ich habe mir gerade noch, bevor du gesagt hast, ja, komm mal zum richtigen Adopt Me, da habe ich noch gedacht, okay, ja gut, dann dusche ich noch schnell mein Wyvern. Und fällt mir echt ein Stein vom Herzen, dass doch noch alles da bleibt. Ja, aber keine Sorge, das bleibt auf jeden Fall immer noch. Also Adopt Me bleibt auf jeden Fall noch, Adopt Me 1. Okay. Und bei mir aber richtig krass, es gibt sowas, so eine neue Map, eine neue Karte, neues Adopt Me. Ja, genau. Boah. Vor allem, ich muss sagen, da habe ich jetzt aber nochmal Glück gehabt hier mit dem Night Dragon. Ja, genau. Also der ist auch echt cool. Das ist eigentlich die perfekte Mischung. Also auf einer Seite hat man die alten Pets. So, bei mir ist jetzt das Spiel abgestürzt. Aber ist auch nicht weiter schlimm. Dann gehe ich gleich wieder erstmal ins normale, also, solange man noch kann. Aber ist auf jeden Fall trotzdem eine mega coole Karte, oder? Ja, voll. Also gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Also ich war auch wirklich mega überrascht, als ich gesehen habe, wie schön die Karte da einfach gestaltet ist. Aber das ist jetzt von Adopt Me und das soll auch sozusagen zur neuen Karte dazugehören, oder? Nee, oder also ich das? Offiziell, also ich habe mal nachgeschaut, das ist jetzt nicht derselbe Account, von dem das Spiel hochgeladen wurde. Das heißt, naja, also mehr als ein Gerücht ist es ehrlicherweise nicht. Vielleicht hat das jetzt jemand vom Entwickler einfach nur so hochgeladen mit einem anderen Account. Vielleicht ist das aber auch einfach nur, naja, eine inspirierte Version von Adopt Me. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber es war auf jeden Fall echt genug, dass ich mir da den kleinen Scherz erlauben konnte. Das hat wirklich. Da habe ich kurz Sorgen gehabt,
Oh. Und ich glaube, wir müssen vielleicht nochmal in einem weiteren Video diese ganze Welt erkunden, weil da gibt es jetzt auch neue Halloween-Pads, die ich auch mega krass finde. Davon habe ich jetzt bisher noch keine erzogen. Halloween-Pads gibt es auch? Boah, cool. Also, spätestens an Halloween müssen wir uns da, glaube ich, nochmal in der Welt rumtreiben. Auf jeden Fall, das machen wir. Und Leute, diesmal, ach, da bist du ja. Genau, da bin ich wieder. Hat jetzt auch wieder funktioniert. Und gut, dann weiß ich, zu Halloween, da brauche ich mir keine Sorgen zu machen, dass das dass das alte Adopt Me weg, oder das normale Adopt Me, sagen wir so. Und nein, keine Sorge. Auf also auf die Halloween-Pets freuen. Genau, also Halloween wird es auf jeden Fall auch im alten Adopt Me geben. Ich bin mir auch sicher, dass es da ein neues Update geben wird. Aber es ist trotzdem ganz cool, hier in der anderen Welt mal rumzulaufen, weil es da ganz ausgefallene Pets gibt. Ich glaube, die müssen wir uns nochmal anschauen in einem nächsten Video. Auf jeden Leute, Fall. Falls ihr Lust drauf habt, schreibt das gerne in die Kommentare und schreibt vor allem gerne, wie war der Prank? Ist schon ziemlich gelungen, oder? Also, schreibt es gerne rein. Und lasst einen Daumen nach oben da, aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Genau, ciao.